Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parabot. Wieso mache ich das jetzt eigentlich? Ich habe nachgeguckt, die Aufnahme ist in Ordnung dieses Mal. Ich habe wieder nachgeguckt, ob die Aufnahme läuft. Das ist gerade irgendwie so standardmäßig. Auf jeden Fall, ich bin das Pirat und Geiseln. Und Bela ist hier. Kann ich Cole eigentlich schon hochhauen? Na, ich kann ihn nur so hochhauen, okay. Aber das werde ich nicht machen. Arbeit, Arbeit. Ich weiß jetzt schon, ich brauche drei davon. Ach, verdammt. Egal. Dann spare ich mir den Rest. Einfach mal. Mission starten. Wie lange wirst du an meiner Seite, Ada? Wie lange? Und wie tief bist du gesunken, dass du dich von unserer Gemeinschaft, die letzte Bastion zivilisierten menschlichen Handelns in zwei Welten, losgesagt hast? Jetzt weiß ich, wie sich Lord Mountbatten gefühlt haben muss. Neulich, als wir Indien verloren. Ach, Ada, wieso kannst du nicht einsehen, dass wir unseren ethischen Grundsätzen nicht unter allen Umständen treu bleiben können? Die zwei Welten, die Tore, das alles ist gefährliches Wissen. Irgendjemand muss es bewahren. Irgendjemand muss die Führung übernehmen. Es ist doch besser, dass es die Menschen sind, die sich seit Hunderten von Jahren darin üben. Oder etwa nicht? Wenn David recht hat, dann hast du uns diese Suppe eingebrockt. Hast alles, was mir lieb und teuer ist, verraten und verkauft. Und an wen? An eine Schwedin, einen Ungarn und einen Amerikaner. An sogenannte Wissenschaftler. Wieso, Darling, wieso? David hat auch dafür einen widerwärtigen Verdacht. Aber ich habe ihm geboten zu schweigen. Das kann einfach nicht sein. Immerhin ist er nicht nur ein unangenehmer Prolet. Er könnte auch dein Ur-Ur-Urenkel sein. Wow. Also zu dem Thema mit dem ob Ada oder warum. Genau, und wie tief bist du gesunken? Also, ganz ehrlich zu diesem Thema. Tiefer als Waititi kann sie nicht sinken. So viel steht fest. Sieht wie ein idealer Platz aus. Wir bleiben hier. Gut. Irgendein Gefühl sagt mir, wir sollten hier schleunigst unsere Zelte aufschlagen. Ja, das wäre auch gut so. Kann losgehen. Denn man kann einfach nicht tiefer als Waititi sinken. Hier ist viel Platz, da ich weiß eh schon, dass da die Gegner kommen. Hier ist nichts. Ich gehe davon aus, dass da auch nichts sein wird. Dahin. Dahin. Du, dahin. Können die einen hier Steine sammeln? Wird gemacht. Nein, 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 nein. Holz. 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 Stein. Ja. Stein. Nahrung. Nahrung. Nochmal zur Arbeiter. Nächste Aufgabe. Eine Kluge. Wenn dieser Mountbatten ist, habe ich keine Ahnung. Werde ich einfach mal nachgoogeln. Lord Mount. Wahrscheinlich einfach mal. Wahrscheinlich Lord Mountbatten. Sprich Baton. Ich habe das extra nochmal während Jarvis erzählt hat. Das gelesen. Arbeit. Gelesen, ich bin sehr belesen. Werde die Kaserne da unten hinstellen. Ach ja, ich kann auch keine großen Zelte machen.
Da war ja irgendwas. Eine kluge Wahl. Ja, kein Problem. Packen wir es an. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ach ja, genauso. Genau, das glaube ich mal mit dem tiefer gesunken als Waititi. Denn man kann nicht tiefer als sinken als Waititi. Denn so viel ich weiß, sind die irgendwo tief gesunken oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke auch deren Videos nicht mehr. Früher habe ich das so schon. Habe ich das öfters getan, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Weil mir gefallen die einfach nicht. Mir gefallen deren Videos auch nicht. Ich mag die auch nicht. Der einzigste, den ich mag, ist OG, weil OG cool ist. Kein Problem. Und gerade neben mir vibriert mein Handy. Mal gucken. Oh, ja. Wieso ist der Browser auf? Oh, mein Elixiersammler ist auf Level 7. Oh mein Gott, wie ist der Ton so laut? Hilfe! Ihr werdet jetzt wahrscheinlich den Ton von. Also gut, wir hören. Diese Sklaven sind sehr wertvoll für uns. Aber wenn ihr sie freikaufen wollt, bitte. Vielleicht wollen wir das ausnutzen. Wir könnten einen Spion im Karren verstecken und so erfahren, wo sich die Piraten aufhalten. Sehen wir weiter? Ja? Ach, die sind da. Gehen wir, haben 15 Minuten, um auf die nächste Epoche zu kommen, weil da können wir den Bazar bauen. Sie können jetzt einen Hafen bauen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein normales Gebäude. Der Hafen der Wüstenreiter kann sich bewegen und sogar fischen. Allerdings belegt er auch einen Platz im Army-Corps. Egal. Was hast du mit euch sammeln wir schon mal nicht schnell. Machen. Lasst uns kämpfen. Die Dingens, die Schädel. Eine kluge. Wir müssen ein Spiel Clash of Clans und da habe ich hier das gemacht. Und wir finden noch 20.000 Gold, dann kann ich hier mein Haupthaus verbessern. Auf Stufe 5 oder so. Keine Ahnung, ich habe da gerade nicht nachgeguckt. Das Baby hier töten wir auch noch, weil das immer angreift. Gehen wir auf den Piss, die Viecher. Wohl überlebt. Wir müssen am besten alle aussterben. Nochmal Meteoriteneinschlag und so. Arbeit? Aha. Ja? Der sitzt da rum und tut nix. Ja? Nichts zu tun. Tauge nichts oder so. Keine Ahnung. Ja? Wie man das so nennt. Und wo ist der andere? Ja. Der Typ. An. Lol, ich hätte doch jetzt mehr. So. Der eine muss, der eine muss noch bauen. Was gibt's zu tun? Nein, 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 ich brech den eines ab. Der baut mir hier schon mal irgendwo eine Palisade hin. Ich würde sagen, dahin kommt die Palisade. Genau, dahin das Tor. Ah, da kann man die Ollen sehen. Wie brauche ich? Ich glaube, ich brauche 30. Halt bereit. Ich habe da eine Idee. Das die nächste könnte Epoche. Funktionieren. Du gibst mir 6. Wow. Das ist ja mal sehr viel. Ich will kämpfen. Stufen wir Cole auf, dann macht er mehr Schaden. Dann kann ich genau schneller in die nächste Epoche. Oder mehr Viecher töten.
weil einfach mehr Schaden. Du, was machst du jetzt? Du sammelst mehr Nahrung. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber nein. Nein. Passt schon. Du, an was baust du? Du baust an der Palisade. Okay. Palisade muss bald fertig werden. Sie dürfen nicht entkommen. Dann wird der mal rausgefokust. Da lang. So, dann greifen wir neu an. Allzeit bereit. Nächste Aufgabe. Eine Kluge. Gehen wir weiter. Nächste Aufgabe. Hör auf, wegzurennen. Jetzt wehrt sich das Ding mal. Kann sich das mal entscheiden. Eine ausgezeichnete Wahl. Mann. Ich finde den Weg. Wählerische Tiere hier, also. Ja. Verstehe ich nicht. Ich könnte Tiere wählerisch sein. Zuerst wegrennen, dann angreifen. Was ab? Genau, was ab? Tiere, die nachdenken. Ja. Ja. Lauf ich zuerst dahin oder greife ich den jetzt an? Schwere Entscheidung. Arbeit. Arbeit. Schon mal ein paar Krieger. Bogenschützen. Ja. Bogenschützen. Ja. Krieger ist hier. Krieger ist hier. Krieger ist Herre. Ein Schwert muss erledigt werden. Ja. Der wird zudem nur hier noch Steintyp. Ja. Es gibt Brachiosaurus ist eine wichtige und sehr flexible Einheit. Er kann je nach Ausrüstung im Nahkampf zur Unterstützung oder als Katapultbrachiosaurus gegen Gebäude und Verteidigungsanlagen eingesetzt werden. Sie können die Einheit sogar während eines Kampfes umbauen. Währenddessen bauen die hier. Speerwerferin bereit. Was wollt ihr? Mein Speer steht bereit. Mach ich zwei Handelssaurier, oder? Kann ich nur zwei machen? Kein... Mein Speer steht bereit. Oh nein. Ah, die brauchen ja 500 Nahrung. So, die bauen hier gerade etwas langsam. Wenn sie die Hafen zu einem Fischschwarm schicken, beginnt er automatisch Nahrung zu ernten. Da. Und meine Framerate bricht gerade sehr ein, weil ich auf dem Wasser war wahrscheinlich. Mein Bogen ist bereit. Die schicke ich sind unterwegs. Dahin. Ne, die schicke ich. Wo ist der nächste Bazar? Dahin. Steht die schicke ich auch dahin. Was soll ich aufschließen? Die auch. Ja. Dich schicke ich nach draußen, weil, wenn die Zeit abgelaufen ist, ich hatte das mal. Ja. Von der Zeit da oben, also von diesem 15-Minuten-Timer, ich hab da eine Idee. War ich noch bei 10 Sekunden. Und kurz, genau in der letzten Sekunde ist der gerade angekommen. Da hatte ich Glück. Weil wenn nicht, dann kommen die hier somit so, ihr wollt nicht verhandeln, okay, dann müsst ihr halt sterben und so. Ist halt klar, typisch. So, dieses typische. Entweder ihr verpisst euch oder entweder ihr wollt und handeln oder nicht. Dann müsst ihr halt sterben, wenn nicht. Und so. Typisch halt.
sind ja auch Piraten, also. Die müssen ja hier so ihre Klischees verteidigen. Würde ich mal so behaupten, am Rande. Also wenn wir die Lichtung da hinten platt machen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Bauplatz. Kann ich mal eine... Ta- oh, ich kann da eine Taverne bauen. Und so wäre doch cool. Nee, Moment mal. Ach ja. Ich mache so, sie tun den Fruchtbusch hier abfarmen. Dann tun sie den nächsten auch noch abfarmen. Und dann kommt da irgendwo so ein Schlachthaus hin. So ein Schlachthaus. Muss den Timer auch mal im Auge behalten. Jetzt entwickeln wir mal. Ja. Du nicht. Klar. Ja. Ja. Was macht der Olle? Ach, der sammelt noch von da. Und nein, du machst die Fruchtbüsche da. Du hilfst die Fruchtbüsche da wegzumachen. Packen wir's an. Währenddessen. Weiterfahrt. Wobei. Schon unterwegs. Gehen wir weiter? Geht da hin. Und die da unten. Die da jetzt alle hinrennen. Würde ich mal sagen, die gehen nach da oben. Da oben gibt's auch noch Holz. Da muss nicht nur der eine hier immer mühsam den einen Baum nach dem anderen wegkloppen. Nein, die anderen fünf, die das unwichtige Zeug da draußen kaputt hauen, wo ich eh nicht bauen werde, weil... Warum sollte ich wo bauen, wo immer Angreifer kommen? Wo hier so gesehen der feindliche Landungssteg ist. Warum sollte ich da bitte bauen? Dann sollen sie doch halt erstmal die Rohstoffe in meinem Abteil aufbrauchen, bevor sie hier den anderen Scheiß wegmachen. Dum, dum, dum. Du. Ja? Du. Oh. Hier kann ich eine große Saurierfarm hinbauen. Aha! He-Man! And the Masters of the Universe, He-Man! So ging auch das frühere He-Man-Intro. Immer der Bautyp, immer dieser eine Bautyp, der nicht da, der das nicht da machen soll, guck ich dann immer mit. Lol. Mal sagen, macht euch bereit. Ich brauche jetzt 60 Schädel. Geht's los? Kann ich noch in die nächste Epoche? Kommt, ich mag das. Kommen wir mal mit den Wüstenreitern in die vierte Epoche. Da lang. Ich mag das. Ich mag das. In der dritten Mission. Sie dürfen nicht entkommen. Vor allem. Euch müsste ja aufgefallen sein, dass man mit dem wir haben jetzt mit dem Nordvolk, das ist bloß eigentlich vier offizielle Missionen gespielt. Na, eigentlich drei offizielle, weil für mich zählt das Tutorial nie als offizielle Mission. Oh, jetzt habe ich Stina aufgestuft. Egal. Töten wir mehr Ankylosaurier. Ja? Nehmen wir es mal als Jagdquest, so gesehen. Aber